So, wir melden uns natürlich hier wieder aus der Sporthalle an der Reiferbahn. Bei den Fans genannt die Hölle, Grün-Weiß, Schwerin. Wir gucken gerne nochmal auf die Anzeigetafel. Und Halbzeitstand ist 21:16. Grün-Weiß startete grandios, hatte dann einen kleinen, ja, wie sagt man, Hänger. Dann waren unsere Gäste wieder dran. Aber dann kurz vor Schluss zur ersten Halbzeit nochmal eine Tempoverschärfung. Und der Lohn dafür sind jetzt Halbzeitstand 21:16. Wir geben gleich zurück. Vorher möchte ich noch sagen, in Schwerin war eine Menge los jetzt hier in der Woche. Das ging beim Schweriner Sportclub los. Volleyball Bundesliga, Europapokal in der Sport- und Kongresshalle vor knapp 2400 Zuschauer. Gewinnt Schwerin gegen Kanti Schaffhausen das Hinspiel im CEV Cup. Einen Tag später auch in der Kongresshalle. Post Schwerin gegen Dessau, auch ein grandioser Sieg. Gestern Abend Bundesliga Volleyball. Schwerin ungeschlagen, gewinnt das Heimspiel gegen VT Arubis Hamburg 3:0. Und wenn heute noch ein Sieg reinkommt und heute ist Nikolaus, dann können wir sagen, ist denn heute schon Weihnachten. Aber das wird eine ganz schwierige zweite Halbzeit für unsere Damen von Grün-Weiß Schwerin. Und nach dem Spiel machen wir noch vielleicht die Interviews mit beiden Trainern und noch ganz kurz die Zusammenfassung vom Spieltag. Wir melden uns gleich wieder hier aus der Halle an der Reiferbahn. Grün-Weiß gegen die HF Hug. Halbzeitstand 21:16. Es geht in die Höhe und
Vor ist nicht möglich und es gibt Zeitstrafe.